So, ich möchte euch heute mal zeigen, meinen Ego Slider, wie ich ihn umgebaut habe. Das ist die 2080er Schiene, das heißt 20 ist der Durchmesser, 80 ist die Breite. Da drinnen ist ein durchgehendes 10er Loch. Da kann man einfach mit einem Gewindeschneider, mit einem 12er Gewinde, braucht man nichts mehr bohren. Das passt, 10 Durchmesser für ein 12er Gewinde. Gewinde reinschneiden. Man kauft sich im Bauhaus eine Gewindestange, schneidet das Stück runter, schrauft es da rein und sichert es dann irgendwie mit so einem, vielleicht mit so einem Schrauben fest, dass das wirklich sitzt. Dann habe ich da so Gummiringeln, das sind so vom Welletanit. Da gibt es so Schrauben, dass man das Welletanit anschrauft und dass das dicht ist. Habe ich mir das da genommen und stecke das dann einfach drauf. Zwei Muttern drauf. So. Und die zweite. Und somit kann der Schlitten immer runterfallen. Und wenn man es irgendwo hinstellt, aufstellt, ist es gleich geschützt. So, jetzt kann man aber mit, ist einmal Handbetrieb recht praktisch. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze auf Kurbelbetrieb umgebaut habe. Ich habe mir beim SKF so Zahnräder gekauft und natürlich den dazu passenden Zahnriemen, der da jetzt irgendwo auftaucht. Ja, genau. Da habe ich mir noch zwei Kugeljager, SKF ist eigentlich eine Kugeljagerfirma, hat aber viele so Sachen. Zwei Kugeljager dazu gekauft, die habe ich mir von einem Schlosser einbauen lassen. Dann, dass das wirklich ganz, ganz gut läuft. Ja. Das Kugeljager hat außen 20, innen 8. Das heißt, es passt optimal eine 8er Schraufe spielfrei rein. Hier haben wir da eine Senkschraufe genommen. Unten legen wir einfach eine Beilagscheibe, ja, dass sie nur am inneren Ring anliegt und nicht am Außen, dass das wirklich gut läuft. Hier habe ich mir noch zwei Gewinde reinmachen lassen vom Schlosser. So. Und da habe ich einfach ein 8er Gewinde hineingebohrt. Somit ist es eine ganz einfache Geschichte. Ja, nicht so viel. Jetzt ist der Schlitten auf der anderen Seite runtergegangen vom Zahnrinner. Gut. So, durch die Kugeljager läuft das ganz leicht. Also man merkt da eigentlich gar keinen Unterschied, ob man da jetzt den Riemen hat oder nicht. Ja? Also links und rechts so ein Rad und den Riemen. So, jetzt schauen wir sich dann an, wie man es am Schlitten befestigt. Am Schlitten ist das Ganze so gelöst, da gibt es zwei Schrauben. Ja, einmal, zweimal, na, die Vogeln führen sie auf. So, jetzt ist es gelöst. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Da habe ich den, na, das sieht man nicht gut. So, da habe ich den Zahnriemen praktisch mit zwei Schrauben auf seinen selbstgebogenen Eisenwinkel, der ist 30 mal 3 oder 4 mm am Schraubstock gebogen. Da wieder runter und da rauf, das ist gleich, dass da das Gegenläuft. Ein bisschen so schräg abgefeilt, dass sie nichts verkanten kann. Zwei Gewinde, wo sind meine Schraufeln jetzt? Zwei Gewinde eine gemacht. Meine Schrauben sind weg. Hm, auch nicht schlecht.
So, hab schon wieder gefunden. Haben sie da hinter der Schiene versteckt. Okay. Ja, also so ein Winkel gebogen und da das mit zwei Schrauben mit einer Mutter und so ein bisschen am Blech befestigt. Halt gut, braucht man eigentlich nicht nachspannen. Das heißt, der Schlitten wäre auch so leicht wieder gelöst. Wenn nicht, schiebt man das wieder da drunter. Einmal. Zweimal. Man schraubt das wieder an. So, somit hätten wir den Riemen montiert. So, jetzt haben wir da eben diese zwei Löcher. Das ist auch wieder ein ganz einfaches Alu aus dem Bauhaus. Und dann gibt es ein 10er-Rohr aus dem Bauhaus. Ein alter Möbelgriff. Runtergefallen. So. Und die haben wir da als Abstandshalter, Abstandhalter. Natürlich kann man sich da alles Mögliche einfallen lassen und drauf montieren. Somit habe ich eine Kurbel, und das ist auch locker, dann verwende ich nicht. Okay, das war immer auf der anderen Seite, weil da ist das Gewind nicht tief genug. Und somit kann ich kurbeln und habe einen Kurbelbetrieb. Ja? Also das war mein erster Umbau. Somit habe ich eine Kurbel gehabt. So. Was man vielleicht jetzt noch zeigen kann, ich habe mir da verschiedene Löcher gebohrt, also da einmal für Stativgewinde, eins noch in der Mitte und da ist zum Beispiel schon so, na, so eine Manfrotto-Platte draufgeschraubt. So. Dann vielleicht, schauen wir, ob die Kamera scharf ist, so dass man das Ganze nicht nur auf Stativ montieren kann, sondern auch bodennahe, also am Boden stellen, habe ich mir einfach wieder Bauhaus, ja. So, Vierkant-Alu, das sind so verstellbare Füße. Da habe ich einfach durchgebohrt und habe eine Mutter hineingeschoben und habe das reingesteckt. Ich mache gern bei so Sachen, haue ich mir da oben immer das Gewind zusammen, das heißt mit einer Zange drauf, aber mit so einer Beißzange, das Gewind ein bisschen zusammenhauen. Somit kann sowas nicht mehr rausfallen, weil es sich einfach verkannt. Oft, wenn mein Auto was transportiert, das scheppert, dann hat man die Teile herumliegen. Das kann man ganz einfach vermeiden, indem man da einfach mit einem Seitenschneider einmal so das Gewind ein bisschen zusammenhaut. Ja, das gibt es also im Bauhaus, den Stoppel, die Füße, Muttern sowieso. Da habe ich ein Lochbord, dann habe ich mir so eine Vierkantschraube und soll mit einer Vierkantfeile ein bisschen aus, dass das da schön, dass ich nicht gegenhalten muss. Die Schrauben gibt es auch im Bauhaus. Und somit, und da kann man dann die Füße verstellen oder schräg oder kommt immer am Platz drauf an, was man hat oder wie der Boden ist. Ja, so kann man es am Boden montieren.
Das war sozusagen mein erster Umbau. Ja, mein Gürtel fällt aus. Okay, gut. Ja, da drauf habe ich einfach von einem günstigen Stativ einen Kopf, weil das ist eh meistens fix. Schwenken während der Zumfahrt brauche ich nicht. Gut.